Hey Leute, willkommen zurück zu Shantae and the Pirates Curse. Ich habe ein paar Sachen gekauft. Offscreen. Ich habe übrigens auch zwei neue Tintenfische gefunden. Ich habe mir nochmal Shampoo und Creme, also das ist komplett geupgradet. Habe ich mir noch die zwei Sachen geholt, also quasi hier Rückwärtsflitzer, harter Tritt und erholen. Wenn man quasi vom Gegner in der Luft getroffen wird, dann zurückfliegt, kann man sich quasi nochmal retten. Aber ich habe natürlich nicht die Story weitergespielt, ich habe nur ein bisschen hier Geld gesammelt und ja, habe da einfach die Sachen gekauft. Jetzt gehen wir aber auch mal ins vierte Level, glaube ich. Oder fünfte Level. Da gibt es auf jeden Fall einige Tintenfische. Landinsicht. Willkommen auf der Schlampampeninsel. Es stinkt. Wir haben 3/5 der Macht des Pirate Master abgeschnitten. Er hat uns sicherlich mittlerweile bemerkt. Er wird von seinem Grab aus versuchen, uns zu behindern. Aber genug davon. Wir haben etwas anderes zu besprechen. Oh. Ich glaube, ich habe den Ursprung der dunklen Magie gefunden. Wie? Ausschlussverfahren. Als die Genies den Pirate Master besiegt haben, mussten sie dafür ihre gesamte Macht verbrauchen. Sie verwandelten ihn zu Asche und Knochen. Ohne Magie verschwanden die Genies von dieser Welt. Keine Genies und ihre helle Magie mehr. Kein Pirate Master und seine dunkle Magie mehr. Nur du. Ich? Als ich deine Magie für meine Zwecke lieh, erinnerst du dich, dass ich mir etwas gewünscht habe? Da übernahmst du meine magische Hälfte und nutztest sie für Böses? Daher hast du sie in dunkle Magie verwandelt. Das stimmt. Aber ich habe sie danach zerstört. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es ist eher wahrscheinlich, dass du die Magie verstreut hast. Warum sagst du das? Weil Magie niemals wirklich zerstört werden kann, nicht wahr? Ich weiß nicht. Kurz nach dieser Begegnung begann der Fluch, der auf meinen Männern lastet, zu wirken. Was zeigt, dass eine neue Quelle von dunkler Magie gefunden wurde? Was auch immer der Ursprung der Magie ist, wir können uns später damit befassen. Du hast eine andere Stätte des Bösen zu finden. Kann das wahr sein? Nutzt der Pirate Master meine Magie? Oh, bevor wir aber... Ich wollte noch mal kurz was gucken. Und so haben wir dieses Fossil. Können wir das vielleicht irgendwie zum Onkel bringen? Hierhin? Weil da hatten wir ja gesagt, das gehört ins Museum. Boah, du kannst... Aha. Boah, du kannst irgendwas mit diesem Fossil anfangen? Nee, laut deinem Onkel bin ich kurzsichtig. Deshalb habe ich seine Glaskapsel zerbrochen und hab das, was auch immer es war, entwischen lassen. Ich bin halt nicht so geschickt und manchmal etwas vergesslich. Du kannst gerne diese Brille einmal ausprobieren. Wow, ich kann es noch nicht besser sehen, aber ich fühle mich jetzt intellektuell. Zeig mir nochmal das Fossil. Es ist eine rituelle Totenmaske, etwa 15.000 Jahre alt. Sie enthält viel Pyrit und Schwefel. Ich habe jetzt die meisten Ablagerungen entfernt und zur Stabilisierung eine Matrix hinterlassen. Oh Gott, ist das Spiel gerade laut, Moment. Ich muss kurz mal gerade leiser machen. Trotzdem solltest du sie nicht unbedingt im Gesicht tragen. Hier hast du sie. Okay, ich habe aber keine Ahnung, was uns die jetzt halt bringt, ne? Aber... Wow, Bode, das war toll. Das ist doch nichts Besonderes. Okay, aber interessant. Ich habe mich schon gerade gefragt, weil irgendwas müssen wir hier doch auch noch machen können. Monster mich sehr gut. Ey, komm!
Musik ist voll gruselig. Also dieser Gegner ist gemein, ey. Ey, wie viele sind denn davon da? Oh, ich bin... Na, ja, das ist ja zurückausweichen. Das ist ja... Kennst du in jedem... Ich will zurückausgewichen, ist das halt doof. Der hält Fleischlutzer. Fleischlutscher. Jetzt brauche ich auch bald. Ey, also komm, die erscheinen immer direkt vor mir. Weißt du genau da? Ey, aber was soll denn das? Hilfe! Oh. Alter! Ich muss hier weg, Hilfe! Was ist denn hier los? Oh. Hi. Was ist denn das für ein Level? Ich meine, immerhin kriegen wir die schnell down, weil wir eben voll die schnelle Angriff. Da oben ist ein Tintenfisch. Wie komme ich da hoch? Ach, da brauchen wir auch wieder dieses gleiche Item, was wir sowieso bei einem ersten Level brauchen. Also in Scuttle Town. Oh, geht gut. Zum Glück ist hier unten Boden. Wo muss ich denn vor allem lang hier? Ah, hier ist ein Pink. Dann holen wir den kurz ab. Nein, in Ruhe. Ey, das ist so eine unfaire Kacke, ne? Also, sorry, aber ganz ehrlich, was ist das denn? Okay, der Trank heilt alles da. Lass mich hier weg! Ah! Oh, zum Glück habe ich diese Recovery. Also, dass mich, wenn ich in der Luft X drücke, dass ich dann von so einem Sturz quasi erholt werde. Oh, du bist gar kein Gegner. Was? Wer bist du? Ich bin ein Hexer. Hinter diesem Tor. Das Dorf der verlorenen Seelen. Verlorene Seelen? Das ist ein Ort. Getrennt von den Lebenden. Und jenen, die weitergezogen sind. Du darfst diesen Ort nicht betreten. Was ist das? Ich habe etwas Komisches in dir entdeckt. Trag die Toten mal. Ach, brauchen wir die hier? Warte. Ich spüre etwas Neues. Ich habe es davor noch nicht gespürt. Du hast viel gelitten in deinem Leben. Und hast anderen auch viel Leid bereitet. Du trägst eine schwere Last mit dir. Ich höre mich schrecklich an. Du darfst das Dorf der verlorenen Seelen betreten. Du wirst dein Leid und deine Misstaten vergessen. Und auf ewig dort bleiben. Hey, ich will aber nicht rein. Ja, doch, ich will da rein. Komm, wir gehen da rein. Warum mich dieses Level jetzt schon fertig gemacht hat. Dorf der verlorenen Seelen. Alles klar, okay, hat die viel Leben. Hä?
Hi. Wie kommen wir denn an den Tintenfisch ran? Vielleicht auch nur mit der neuen Fähigkeit. Hi. Willkommen im Dorf der verlorenen Seelen. Wie heißt du? Ich glaube, ich kenne dich irgendwoher. Ich weiß nicht, wer ich bin. Aber danke, dass du gefragt hast. Ach, du Schreck, du bist... Ach, das ist... Wie bist du denn in diesem Dorf gelandet, mein Freund? Ich weiß es nicht. Niemand weiß, wie er hergekommen ist. Wir sind einfach alle hier. Ich weiß nur, dass ich alleine bin. Das ist so traurig. Ich bin nur wirklich glücklich, wenn ich schlafe. Wenn ich schlafe, ist es, als ob ich in einer anderen Welt bin, in der ich mit meiner Familie zusammen bin. Aber sobald ich dann aufwache, kann ich mich an nichts mehr erinnern. Wenn ich mich doch nur erinnern könnte. Sie braucht dringend Hilfe, das hört sich ernst an. Oh, jetzt gibt es ja auch noch mehrere Wege, ja, super. Erstmal hier oben. The hell? Hat er mir gerade 4 Schaden gemacht, ein ganzes Herz abgezogen. Hier scheint es einmal ein Feuer gegeben zu haben. Aha. Hä? Grüne Münze. Aha. Ah! Nein! Was? Wer ist an der Tür? Du riechst hübsch und süß. Weißt du nicht, dass dies das Omelett des Leidens ist? Der tiefste, dunkelste Ort im Dorf des Verlorenen, Dorf der verlorenen Seelen. Er ist nur für widerliche Tauge nichts bestimmt. Verschwinde. Das ist immer so eine Münze. Ach, dann ist vielleicht bei dem einen Weg da ganz links auch noch so eine Münze. Wie viele Münzen gibt's denn überhaupt? Vor den Gegnern habe ich Angst, vor denen entferne ich mich lieber. Hier unten waren wir auch noch nicht. Oh. Au! Die schießen ja öfters. Hä? Okay, da komme ich auch nicht rein. Das ist ein Ziel zum Abschießen. Mich aber auch nicht lang. Wo ist sie hin? Ach so, ich werde damit die Plattform mal schaffen. Ach warte mal, bringt die uns irgendwo hin? Moment. Die spawnen die jetzt neu. Ah! Gott. Nee. Das ist auch noch so ein behinderter Kerl. Wie, was ist das denn? Was ist das? Einen hatten wir das schon mal irgendwo. Mann, warum sind hier so viele Leute? Was ist denn hier los, sag mal? Das ist ja wirklich die Hölle. Die machen ja wirklich ein ganzes Herz Schaden. Das ist ja ein richtiger Kack. Drin.
Ja, aber eine dritte Münze. Alter, was? Nein! Das ist so gemein! Das ist so ein gemeines Spiel! Gib mir das scheiß Herz, danke. Wieso macht die denn auch 4 Schaden? Was ist denn mit diesen Gegnern? Leute, hast du alle... Ach so, das sind deren Münzen. Dann sollen wir jetzt spielen. Sag mir, wenn du bereit bist. Lass uns das Ratespiel spielen. Bei dem Spiel geht es darum, uns alle drei nacheinander zu besiegen. Auch wenn du nur einmal falsch rätst, musst du wieder von vorne anfangen. Was ist das denn? Wenn du alle drei Rätsel schaffst, gehört der Schatz dir. Sag... Och, nee. Zahl. Okay, perfekt. Das heißt, in den blauen Spieler besiegt. Magst du dein Glück nicht gegen mich probieren? Kopf. Das ist einfach immer der gleiche. Also das gleiche immer. Nein! Ich wollte vor allem Zahl drücken. Es ist einfach immer Zahl. Haben die nur Zahl auf der Münze? Weil es ist immer... Es ist nicht immer das Gleiche. Nein, es ist nicht. Oh Gott, scheiße. Wir haben einen Gewinner. Hier ist dein Preis. Medaillon. Okay. Können wir das vielleicht ihr hier oben geben? Oh ja, ein Medaillon. Ist das meins? Hier. Also, kommt es dir bekannt vor? Ja, irgendwie schon. Ich werde es mal öffnen. Oh, schau es dir an. Meine Brüder. Ich habe 2 Brüder. Jetzt kann ich mich ganz deutlich an sie erinnern. Der hier rechts, der so groß und hübsch ist, das ist mein großer Bruder. Und der da links ist so ein Dummkopf manchmal. Er ist auch älter als ich, aber nur ein bisschen. Sie haben früher immer auf mich aufgepasst, aber das sollte noch jemand sein. Kein Problem, beschreib einfach, woran du dich erinnerst. Also in meinen Träumen kommt und geht sie. Sie ist hübsch und schlau und ich will genauso sein wie sie. Sie ist meine beste Freundin auf der Welt. Aber wenn ich versuche, sie zu greifen, dann... Was dann? Ich weiß es nicht. Irgendwas geht dann immer schief. Ich muss sie irgendwie verärgert haben. Ich würde ihr einfach gerne sagen, wie wichtig mir ihre Freundschaft ist. Ich versuche sie zu fassen, aber sie rennt weg. Dann wache ich auf und bin wieder hier. Ich glaube, ich verstehe dich. Echt? Ja. Ich verspreche dir, ich werde deine Freundin finden und ihr sagen, wie du dich fühlst. Und vielen Dank. Weißt du, ich denke, irgendwann kann ich diesen Ort wieder verlassen. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier. Und träumen von unseren gemeinsamen Abenteuern. Oh, es gibt hier noch jemanden, der deine Hilfe gebrauchen könnte. Du kannst ihn mit diesem Licht herbeirufen. Hab keine Angst, wenn du ihn siehst, okay? Hoffnungsflamme? Warte mal, gab's nicht hier irgendwo so einen Ort, wo gesagt wurde, dass da ein Feuer war? Ist auf der Seite, ne? Oh nö. Hier oben. Jetzt hier vorsichtig sein. Genau, hier war das doch, oder?
Ah, guck mal, an der Feuergrube. Hier geht gar nichts. Wer hat Feuer angezündet? Du sollten nicht hier sein. Wie nennen man dich, junge Dame? Shantae, Sir. Shantae, ha? Huh? Komisch Name. Ah, stimmt, ich habe auch einmal eine Tochter. Aber ich vergesse alles über sie. Ich vergesse wohl alles. Joker an der Tür. Er sagt, das hier ist das Dorf der verlorenen Seelen. Ich bin zu dieser Insel gekommen, um jemanden zu suchen, den ich verloren habe. Ich schieße Kobolde und drehe um Baumstämme, um sie zu erreichen. Wie war denn ihr Name? Das ist peinlich, ich erinnere mich nicht. Ich bin viel zu lange hier gewesen, vielleicht schon viele Jahre. Ich muss den Joker an der Tür treffen. Zeig ihm meine Faust, vielleicht haue ich ihn auch mit einer Leiter. Du solltest auch von hier verschwinden, ehe du auch vergisst, warum du kamst. Oh, ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss erst das Böse an diesem Ort zerstören. Mutig. Ich wäre stolz, wenn du meine Tochter wärst. Hier, damit kommst du ohne Probleme rein. Ich kümmere mich um den Joker. Den männlichen... Ah, okay. Das sieht ein bisschen widerlich aus. Müssen wir damit jetzt einfach zu dieser Tür... Na gut, Leute, wie ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Shantae and the Pirate's Curse und ciao.